Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Menschen, die zu uns kommen, haben drei wesentliche Merkmale. Erstens sind sie leider nicht gut ausgebildet oder Akademiker, sondern meistens sehr einfach strukturierte, was ein erhebliches Problem für die Integration ist. Das zweite Problem ist, die meisten sind Männer und zwar gerade in einem bestimmten Alter, wo die Männlichkeit eine besondere Rolle spielt. Und drittens, die meisten von ihnen sind Muslime. Vor diesem Hintergrund kann man konstatieren, dass Deutschland und damit auch Hamburg gegenwärtig mit einer Migration konfrontiert ist, die im Kern von gleichermaßen Ungebildeten wie jungen Männern getragen wird, die mehrheitlich eine muslimische Sozialisation erfahren haben. Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Abgeordneten Möller. Ich möchte das gerne zu Ende bringen. Dem aktuellen Flüchtlingsmonitoring zufolge stammen die meisten dieser Menschen aus dem Nahen Osten, Afghanistan sowie den muslimischen Staaten Afrikas. Sie kommen damit aus Regionen zu uns, die geprägt sind von gewaltsam ausgetragenen religiösen Konflikten, wozu nicht selten auch die Diskriminierung und Unterdrückung von Christen und anderen religiösen Minderheiten zählt. Obwohl wir seit geraumer Zeit wissen, dass solche Konflikte nicht etwa in den Herkunftsländern verbleiben, sondern vielmehr durch die Migranten mitgebracht werden zu uns und hier ausgetragen werden, hat der Senat lange Zeit dieses Problem der religiös motivierten Gewalt ignoriert. Ich habe jetzt eine längere Liste von einzelnen Fällen und so weiter, die ich aber nicht auflisten möchte, um es kurz zu machen. Ich gebe Ihnen den Text gerne und dann können wir darüber im Detail reden. Mir kommt es auf die Botschaft an. Und die Botschaft ist die folgende: Ich gehöre zu den Menschen, die den Staat strikt religionsfrei im öffentlichen Raum sehen möchten. Ich bin für eine säkulare Gesellschaft und ich würde mir wünschen, dass alle, die hier leben oder die zu uns kommen, das genauso sehen und praktizieren. Religion ist für mich Privatsache und sollte das bleiben. Aber es gibt Religionen, die betrachten das nicht als Privatsache für sich, sondern stellen Forderungen an den Staat, an andere, nicht selten in intoleranter und gewalttätiger Form. Und das sind die Dinge, die wir bekämpfen müssen. Und wenn wir das akzeptieren, und ich hoffe, alle von Ihnen tun das so, dann muss man auch akzeptieren, dass man diese Religionen und Ethnien auch erfasst. Alles andere. Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Abgeordneten Gütschlü. Nein, im Augenblick nicht, bitte. Also, ich würde sagen, der Senat und ich glaube sogar die Mehrheit hier im Hause, Herr Wysocki war ein Beispiel dafür, verdrängen das Problem aus vermeintlichem Gutmenschentum. Und dieses Problem kann man nicht verdrängen, wenn man eine Lösung finden will dafür. Von einzelnen Muslimen, ich sage einzelnen, nicht allen, nicht mal die Mehrheit, aber einzelnen Muslimen geht eine aktuelle, akute Bedrohung physischer und psychischer Art auf Andersgläubige oder Nichtgläubige aus. Und diesem Phänomen müssen wir uns stellen und müssen die entsprechenden Konsequenzen ziehen. Die AfD und ich persönlich ist fest davon überzeugt, dass es die Pflicht des Staates und von uns allen ist, dass wir alle Menschen vor dem religiösen Hass bestimmter Religionen und insbesondere der muslimischen unter ihnen schützen. In dem Augenblick, wo Sie versuchen, die Unterschiede zu ignorieren, verstellen Sie von vornherein den Weg zu einer Lösung. Deshalb stimmen wir von der AfD dem Antrag der CDU ohne Einschränkung zu. Vielen Dank für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit. Meine